aber geh auch nicht mit dem Preis runter. Ich will erst mal sehen, was er mit dem Haus vorhat. Schatz, das ist nur ein Haus. Du weißt, wir brauchen das Geld. Nach dem Verkauf geht's uns hier nichts mehr an. Wir. Ja, hallo. Ja, grüß Gott. Dankeschön. Oh, kommen Sie. Sie können sich hier abstellen. Danke. Spuckt das hier? Wo möchten Sie anfangen? Wo Sie möchten. Küche? Ja. Alte Leitungen. Ich repariere das natürlich. Sie haben da was. Oh. Darf ich ein paar Fotos machen? Was zum... Wie bitte? Es sind ja nur Fotos. Ja, natürlich. Na, bleiben Sie ruhig stehen. Dann sieht das Ganze belebt aus. Okay. Der Abfluss gurgelt hin und wieder. Was haben wir hier im Haus vor? Ich meine, haben Sie vor, mit Ihrer Freundin hier einzuziehen, oder? Ich habe keine Freundin. Ich suche nur etwas, wo ich in Ruhe malen kann. Oh, ein Maler. Und hier haben wir das Wohnzimmer. Es ist sogar mit Barbara. Die Tür klemmt irgendwie. Hallo, Hanna. Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist... Alles in Ordnung? Ja. Ich glaube schon. Gehen Sie weg von der Tür. Ich probiere es anders. Pass auf. Es tut mir leid. Haben Sie sich wehgetan? Sicher? Ja, aber könnten Sie vielleicht... Ja, natürlich. Danke. Florian hätte dich lieben lassen. Was? Wie bitte? Setzen Sie sich lieber hin. Nicht! Ich meine, Sie können auch gerne hier Fotos machen, wo Sie möchten. Okay. Dreh ich durch? Dein Freund ist nicht gerade ein Gentleman. Hm? Flo ist sehr höflich. Er versetzt dich. Das tut er gar nicht. Und wo war er, als ich begraben wurde? Er hatte sicher seine Gründe, aber versetzt mich nicht. Oh. Boah! Was zum Teufel? Sind Sie verrückt? Tut mir leid. Tut es sehr weh. Ich hole ihm was zum Abwischen.
Reparieren Sie das jetzt auch wieder? Was ist das überhaupt für ein Haus? Sie müssen es ja nicht kaufen. Es tut mir leid. Nein, Sie können ja nichts dafür. Ich weiß leider auch nicht, was heute mit dem Haus und mit mir los ist. Das mit Ihrem Vater kam wohl überraschend. Es tut mir leid, ich nähe das wieder an. Ich nähe das wieder an. Immerhin war es nicht meine Nase. Anna! Flo? Hallo! Flo? Ich dachte, du hättest keine Zeit. Hab meine Pläne doch geändert. Flo, das ist Herr Milonakis. Herr Milonakis, das ist mein Freund. Nett, Sie kennenzulernen. Kann ich dich mal ohne Herrn Milo Dingsbums sprechen? Sehr gerne. Ja, so. Ja. Um was geht's denn da? Was ist denn? Ich habe mir da mal was überlegt. Okay. Warum ziehen wir nicht hier ein? Aber du hast das Haus. Du liebst es. Und das Geld? Das machen wir schon irgendwie. Mach dir da mal keine Sorgen. Hm? Komm, sag dem Typen ab. Er kann sich das doch sowieso nicht leisten. Oh, Schatzi. Okay. Okay. Gut. Gefällt dir, wie er dich behandelt? Du verstehst es nicht, oder? Er ist da. Ja? Für wen? Er ist da. Er hat mich nicht allein gelassen. Und deshalb darf der entscheiden, was dich glücklich macht? Warum denn nicht? Oder siehst du hier irgendwen, der dafür besser geeignet ist? Natürlich. Ja, du, echt. Nein, du. Du weißt, was für dich besser ist. Du hörst es in dir und du siehst diesen netten Typen und du weißt ganz genau, was du willst. Und du machst nichts. Gar nichts. Ich will doch nur, dass du glücklich bist. Nicht so warm. Immer schon. Aber dich für dein Glück entscheiden, das musst du selbst. Frau Weber, was ist passiert? Nichts. Naja, wir haben uns dazu entschlossen, doch das Haus zu behalten. Dann ist die Führung wohl vorbei. Tut mir sehr leid. Mir auch. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja, scheinbar nicht. Komisches Wetter. Ja. Danke. Alles Gute mit dem Haus. Danke. Ja, wie viel bietet der? Da muss noch was zu machen sein. Das ist egal, den alten Kram braucht doch sowieso keiner mehr. Das kann man, wie es ist, abreißen. Mit wem hast du da gesprochen? Was, ja, mit Chris. Wegen seinem alten Auto. Nein, du hast doch von abreißen gesagt. Nein, nein, nein. Doch, hast du. Na, schau, es ist so, ich habe einen Käufer gefunden, der uns mehr zahlt.
Mit dem Geld haben wir dann mehr Zeit für uns. Wir können Urlaub machen. Und Baby. Du hast mich angelogen. Nein. Nein. Geh. Ja. Anna! Was machen Sie denn noch hier? Frau Berger, was ist los? Das geht dich nichts an. Halt die Klappe, Flo. Aber Anna, der Käufer, komm, hey. Ist jetzt echt besser, wenn du gehst. Halt dich da raus. Alte Leitungen, hm? Weißt du schon, was du mit dem Haus machst? Verkaufen. Ich kann es mir sowieso nicht leisten. Wann hättest du denn Zeit für einen zweiten Besichtigungstermin? Ernsthaft? Ja, sicher. Tee oder Kaffee? Kaffee. Aber in dem Restaurant die Straße runter vielleicht? Sehr gerne.